Mhm. Und warum sieht man übrigens am Freitag? Ja, ich has jetzt mal vorgehabt. Ja, ist gut. Weil eigentlich wollte ich will mit so einer 2-Wochen-Takt starten. Mhm. Aber, also was heisst aber bis jetzt? Dann wäre ich eben bei diesen 2 Wochen, wenn ich es am Freitag rausbringen. Ja, ja. Aber jetzt so am Anfang ist... Ich bin am Anfang völlig überambitioniert. Am Anfang habe ich 2 Wochen. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, das geht nicht. Also alle 2 Wochen schon wieder? Nein, 2 in einer Woche, also 8 im Monat. Im Monat. Ja. Und dann habe ich gemerkt, das geht nicht. Jetzt mache ich 1 in der Woche und das geht eigentlich. Und das ist ohne die, die du allein machst? Oder? Nein, das ist eben damit, wenn ich einmal so ein bisschen Engpässe habe. Ja. Baue ich einmal noch 1 ohne, also allein. Ja. Dann können die Leute mal Fragen stellen, was die Leute geil finden. Und ja. Für mich ist es weniger Arbeit und es gibt so ein bisschen Nähe zum, ja, ja, zum Zuhören. Also weißt du, keine Ahnung, wir haben jetzt seit etwa so... Also seit ich auf Schweizerdeutsch gewechselt bin, erstens, läuft es viel besser. Aber diese Woche war crazy. Diese Woche haben wir etwa 15 Leute geschrieben, wie geil sie den Podcast finden und so. Krass, ja. Und das ist... Also das habe ich bis jetzt noch nie gehabt, so viel. Mhm. Weißt du, schon immer mal wieder jemand, aber... Ich weiss jetzt nicht, das Video, das ich gemacht habe, hat sicher noch ein bisschen geholfen. Ja, voll, das habe ich gesehen. Das... Das habe ich mir fast in die Hose geschissen, bevor ich es gepostet habe. Aber ja. Ja. Nein, ich habe es mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt, einfach so... Aber du musst halt immer dranbleiben, von wegen halt Gäste liefern, oder? Das ja. Ist halt... Wobei es geht jetzt doch noch besser, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt 1-2 Honey. Aber halt so am Anfang, weißt du, wenn du gar nichts hast. Ja. Dann schreibst du halt die Leute an, hey, willst du mal vorbeikommen? Und dann im ersten Moment sagen sie vielleicht, oh, ja, why not? Ja. Dann gehen sie vielleicht mal auf deine Seite und so. Ist noch gar niemand bei dir gewesen, so. Was bist du für einen? Ja. Ich hatte am Anfang auch ein bisschen Mühe gehabt. Also am Anfang habe ich halt vor allem auch Leute gefragt, die ich schon kennt habe. Ja. Weil es einfach einfacher ist. Ja, logisch. Und nachher habe ich dann irgendwann einfach... Ja, keine Ahnung. Du musst irgendwie so schreiben, dass die Leute so etwas Spezielles finden, weißt du? Du musst ihnen so ein bisschen einen Grund geben, wieso, dass du... Und nachher ist es halt schon einfach, wenn du es ihnen so einfach wie möglich machst. Weißt du, zum Beispiel, wenn du halt zu ihnen gehst und ja, ja, klar, dann ja. Sie halt weniger Zeitaufwand haben, dann am Schluss ist es dann schon einfacher. Safe. Ja. Ja, du, wir können ja gerade einsteigen. Ja, von mir aus. Ich beantworte dir eh alles. Podcaster, Interviewer, Motivator, ehemaliger Profisportler, jung, gewillt, mit Ziel vor den Augen und so weiter. M plus Mauro Lorenz, guten Abend. Hoi, danke, dass ich da sein darf. Ja, gar kein Problem. Alles klar? Alles gut, danke. Sehr schön. Ich habe dich heute eingeladen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß mir gar nicht mehr, wenn ich wichtig auf den Schirm bekomme. Irgendwie wahrscheinlich Insta, Hashtag, keine Ahnung. Und habe ich eine interessante Person gefunden, hatte ich aber nicht so einschätzen können. Dann irgendwie sind wir uns so ein bisschen schüch näher gekommen. Aber jetzt, wer bist du? Stell dich mal ein bisschen vor. Vielleicht auch für Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, eben, du hast es, glaube ich, schon sehr gut gemacht. Ich bin der Mauro, ganz ein normaler Typ. Ich bin jetzt gerade 22 und habe meinen eigenen Podcast gestartet vor einem Jahr. Vor dem habe ich lange Eishockey gespielt. Ich bin eigentlich ein Bündner, auch wenn man es nicht immer gehört, aber ich wohne jetzt hier in Winterthur, mir gefällt es da. Und eben, mir gefällt es einfach, um den Leuten etwas weiterzubringen und irgendwie etwas machen, wo andere Leute vielleicht denken, wieso machst du jetzt das? Und einfach so dem nachgehen, was mir gefällt. Easy, easy. Wie lange wohnst du in Winterthur? Ein Jahr, 1. August 18. Okay. Also seit der Podcast gestartet hast du eigentlich etwas? Ziemlich genau, ja. Hat das eine Verbindung, oder? Ja, auch. Also erstens habe ich da einen Job dann auch gefunden, der mir gefallen hat. Mhm. Bin noch angekommen. Und zweitens aber auch, es ist schwierig, zu den Leuten zu gehen, wenn du irgendwo in Graubünden wohnst und immer weit musst reisen. Ja, und klar, ja. Winter, Zürich bist du einfach zentral und ja, da safe. Sind die Leute. Nice, nice. Du hast vorhin, oder ich habe es auch schon angesprochen, du kommst eigentlich vom Eishockey. Genau, ja. Erzähl mal da ein bisschen davon.
Ja, Eishockey ist eigentlich bis vor eineinhalb Jahren mein Leben gewesen. Also ich habe wenig anders kennt, ehrlich gesagt. Was ist der Lieblingsverein? Ja, also in der Schweiz? In der Schweiz muss ich Davos sagen, weil dort habe ich einfach die größte Zeit von meinem Leben gespielt und dort viel Zeit verbracht. Aber sonst ist es eigentlich Chicago Blackhawks in der NHL, weil in der Schweiz bin ich auch nicht so richtig Fan, weil ich kenne so viele Spieler, die überall spielen, dass es eigentlich schwierig ist zum... ja, aber es hat angefangen mit Fifi. Bin ich zuerst mal auf dem Eis gewesen und seit dort hat sich es eigentlich durchgezogen, eben bis vor eineinhalb Jahren. Ja. Also kommst du dann gerade von Davos, oder? Ja, eine halbe Stunde weg von der Lenzerheide. Ja. Ja, ich bin dann mit irgendwie 12, ich bin dann aber schon auf Davos in der Sportschule. Bin dort mit 13 in hier oben gewohnt, in einem Wohnheim. Ah, dann bist du echt voll so auf Elite-Kurs gewesen? Ja, ja, ich bin Junioren-Nazi dabei gewesen, bin... Haben dann irgendwann auch noch das Profispiel mal machen. Aber Für Davos, ja. Dort hat es dann aber gleich nicht gelangt. Und dann bin ich dann ein Jahr auf Schweden. Wo sind wir da zeitlich beim Profispiel, beim ersten? Dort bin ich, das ist jetzt 2-3,5 Jahre her, dort bin ich 19 gewesen. Ja. Und eben, das ist so die Zeit, dann sollst du, entweder du wirst Profi, also du bist U20 Junior, das heisst, nach dem Jahr ist echt fertig, du musst einen Club finden. Und entweder du wirst halt Profi oder du musst irgendwo anders anzügeln. Ja. Und für mich war es dann langsam ein Hin und Her mit dem HCD. Und irgendwann hat es dann geheißen, hey, sorry, wir haben keinen Platz mehr für dich. Und dann habe ich dann für mich entschieden, dass ich nicht will in der Schweiz bleiben, obwohl ich hätte können, glaube ich. Und bin dann ein Jahr auf Schweden. Das ist dann vor 2,5 Jahren, bis vor 1,5 Jahren. Und dann bin ich in die Schweiz zurückgekommen. Haben dort dann eigentlich noch einen Vertrag unterschrieben. Genau, bei Thurgau. Bei Thurgau, ja, in der zweithöchsten Schweizer Liga. Eigentlich professioneller Vertrag. Also, hätte können Hockey machen und etwas Schule nebenbei. Und ja. Haben dann aber relativ schnell gemerkt, irgendwie passt es nicht mehr. Sport ist so eine Sache, du machst entweder 100% für mich oder du lässt es. Ja, gut, vor allem wenn es im Profibereich geht. Oder? Ja, logisch. Ja. Also jeder, der einfach so Hobbysport macht, sage ich, cool, mache ich jetzt auch. Oder? Ja. Aber sobald du so im professionellen Bereich gehst und du so, das ist auch so ein bisschen eine Kantenliga, weißt du? Das ist nicht eine Top-Liga und du verdienst auch nicht weiss ich viel Geld, sondern das ist so ein bisschen, du überlebst. Also du wirst nicht irgendwie reich. Du musst schon nicht noch drauf zahlen. Wenn. Und dann musst du dich einfach entscheiden, die zwei Jahre, entweder du investierst die richtig und du kannst noch arbeiten, was glaube ich bei mir möglich gewesen wäre, darf ich sagen. Oder ob du sagst, hey, weißt du was, ich bin nur noch so bei 80%. Und dann verarschst du die Leute um dich herum. Du verarschst die Clubfans, Trainer, Mitspieler, aber vor allem auch dich selber, weil du vergütest einfach zwei Jahre von deiner Zeit. Ja. Und dann ist für mich noch, was war es, im Januar hat es so angefangen, so ein bisschen zweifeln, weißt du. Und dann hat es sich durchgezogen bis im Juni, bis ich endlich können sagen, hey, stopp, es geht einfach nicht weiter. Und das ist schon schwierig gewesen, weil eben, 5 Jahre angefangen bis 21. Das ist einfach deine Identität, weißt du? Ja, klar, also das war dein Leben, oder? Ja, und wenn du irgendwo hingehst, zum Beispiel die Leute, die meine Freunde in der Klasse waren, die kennen mich als Hockeyspieler oder keine Ahnung, Tante kommt zu mir und fragt, hey, wie läuft im Hockey, oder? Aber jetzt ist einfach so, das mache ich jetzt nicht mehr, weißt du? Ja, klar. Und das war am Anfang für die Leute um mich herum schwierig gewesen. Aber für mich war es eigentlich logisch, weil ich schon ein halbes Jahr mit dem so ein bisschen rumgekaut. Ja. Wie, der Vertrag ist dann per sofort aufgelöst worden, gell? Ja, voll, ja. Läuft so etwas einfach ab, oder? Dort muss ich, glaube auch Danke sagen am HC Thurgau, weil sie haben es für mich recht einfach gemacht. Weil ein Grund war sicher auch, der ganze finanzielle Aspekt hat erst ab August angefangen. Ja. Das heisst, sie haben auch noch gar nicht richtig gezahlt und sie haben noch genug Zeit, um eine neue zu suchen. Das war auch ein Grund, wieso ich unbedingt im Sommer können wollte und nicht irgendwie so im Dezember, wenn die Saison voll am Laufen ist. Ja. Und von dem her, sie haben es mir sehr einfach gemacht. Sie haben auch gesagt, hey, mach zuerst mal Ferien, studiere mal zwei Wochen, ob es wirklich das ist, was du willst. Und dann kommst du nochmal und dann reden wir nochmal. Aber sie haben eigentlich null Drama gemacht und für das bin ich auch ein bisschen dankbar, weil es geht auch anders. Ja, klar. Ja, ja wiederum, es hilft ihnen ja auch. Wenn das Ganze sauber über die Bühne geht, oder? Ja, definitiv, weil ich denke, ich hätte so auch nicht viel gebracht, oder? Also, es wäre dann irgendwann eh schief gelaufen. Ja.
Nein. Und so haben wir es einfach frühzeitig in eine Bahn lenken. Und jetzt? Wie ist das mit Ausbildung gelaufen? Sportgymnasium hast du gemacht, oder was? Ich habe Sport. Also, es war am Sportgymnasium, die Schule heisst so, aber es war eigentlich Sport-KV. Ja. Also, ich habe eigentlich TMS gemacht. Ja. Und ja, das war halt schon auch ein Punkt, wo ich ein bisschen Angst hatte davor, weil, ja, wenn junge Leute in der Schweiz keinen Job haben, dann sind es junge Leute, die KV gemacht haben. Und vor allem, wenn nur der schulische Teil gemacht hast und keine Praxis. Ja. Und das war dann so ein bisschen das Ding, wo ich aufgehört mit Hockey so, hey, fuck, was kommt eigentlich nachher? Was ist nachher mein Leben? Und das habe ich eigentlich nicht gewusst, auch dort, wo ich die Entscheidung getroffen habe, hey, wie geht es jetzt weiter? Ich habe nur gewusst, ich würde gerne einen Podcast starten. Das ist echt das Einzige, was ich gewusst habe. Aber ja, wie du weißt, mit Podcast verdienst du nicht so einfach dein Geld. Nein, definitiv nicht. Hast du so die Existenzangst, sage ich mal? Ja, oder halt, wie verdient man dieses Geld? Hast du die Gedanken dann erst gemacht, wo du effektiv aufgehört hast mit dem Sport? Oder ist das schon dann während dem Aufhören so langsam gekommen? Oder bist du wirklich, hast du zuerst noch durchgezogen, sozusagen alles gegeben, und dann ist fertig gewesen und so, was mache ich jetzt? Ja, es ist eigentlich ein bisschen ein Mitgrund gewesen, wieso ich so lange gebraucht habe für die Entscheidung. Also, aber am Schluss hat es mir eigentlich recht egal gewesen, weil ich irgendwie so denke, ja gut, ich bin jetzt 21, ich habe noch genug Zeit, um irgendetwas machen in meinem Leben, und wir sind in der Schweiz. Also, auch wenn alles schief geht, ich habe ein gutes Umfeld um mich herum, und du kannst in der Schweiz jetzt auch nicht so viel verlieren, wenn du es mit anderen Ländern vergleichst. Und darum war es eigentlich schon eine Angst, die ich hatte. Aber ich habe mich eigentlich dann nicht gross mit dieser beschäftigt, bis ich dann wirklich gemerkt habe, die Entscheidung muss ich treffen. Ja. Aber dann habe ich dann schon, so zwei Wochen bevor ich gemerkt habe, es wird ernst, habe ich schon herumgeschaut, was gibt es für Jobs. Ich habe noch Bewerbungen geschrieben und so Sachen, was irgendwie nie geklappt hat, was nie raus ist, aber so Sachen machen wir halt. Ja, safe. Ja. Wie hast du rückblickend das Ganze erlebt? Wenn du jetzt so zurückblickst auf die Profikarriere oder nicht, siehst du jetzt eher als vergeudete Zeit oder eher als lehrreiche Zeit? Oder? Ja, das ist sicher eine gute Frage. Weil, würdest du es nochmal machen? So? Das ist sicher eine gute Frage, weil erstens, das ist das, was die Leute mir dann immer sagen, weißt, jetzt hast du irgendwie 16 Jahre von deinem Leben investiert und deine Mutter hat so viel Geld für Sportschulen und so Sachen gezahlt und das ist alles für nichts gewesen. Und irgendwie schon, darf ja, ich sagen. Ja. Irgendwie schon, weil sie haben ja nichts aus dem gemacht, oder? Aber schlussendlich bin ich sehr dankbar an die Zeit gehabt, weil ich meine, von dort habe ich meine allerbesten Freunde. Mein grösstes Umfeld ist auch von dort. Mentoren habe ich dort kennengelernt. Und für mich Hockey oder Sport allgemein ist so eine Ausbildung, wo das Leben oder eine Schule dir gar nicht bieten kann. Ja. Es ist so eine Lebensschule, wo, also ich habe Sachen erlebt, wo du einfach, du lernst einfach für dich selber irgendwie einstehen, du lernst Disziplin, du lernst das Ziel zu haben und für das auch etwas zu machen, du lernst mit Kollegen zusammen etwas erleben, du bist in einem Umfeld, wo alle ein Ziel haben, du lernst coole Menschen kennen. Ich bin auch lange immer Führungsperson gewesen, also Captain im Team, und du lernst Menschen führen, du lernst vor Menschen anstehen und etwas mitteilen, eine Meinung sagen oder einfach Leute aufrütteln und sagen, hey, so geht es nicht. Und all das sind Sachen, wo einfach geil sind und die ich nie will vergessen. Und zusätzlich kommen noch natürlich all die Sachen, wo wir Spass zusammen in der Garderobe, wo wir Scheiß zusammengebaut haben. Und einfach Erlebnisse und Erinnerungen, die ich mein ganzes Leben werde haben, die viele andere Menschen vielleicht nicht haben. Und darum, es war sicher keine vergeudete Zeit gewesen. Und ich will sie nicht missen, ich will alles nochmal gleich machen. Und bin unglaublich froh, wenn ich es so gemacht habe. Ja, ich würde auch sagen, es ist eigentlich null vergütete Zeit, oder? Ich meine, also ja, wie man es jetzt anschaut, aber eben gerade so durch die Disziplin, gerade stehen für deine Taten, ob jetzt Erfolg oder Niederlage, du musst damit klarkommen. Das ist ja aufs Leben heraus betrachtet eigentlich wirklich eben die beste Schule, die du kannst haben. Auf jeden Fall. Und vor allem auch, man kann schon sagen, dass irgendwie das nachher gescheitert ist am Schluss und so, dass ich mein Ziel nicht erreicht habe, was ja auch stimmt. Aber das, was einfach auf dem Weg du mitnimmst, das bringt dir so viel bei. Und das ist, glaube ich, mit allem so, was du im Leben machst. Also, safe. Auch mit dem Podcast, den du jetzt machst oder den ich mache. Am Schluss wird es vielleicht nicht jeder der Größte von der Schweiz, aber
du lernst so viele Sachen und du kannst einfach etwas noch, du hast etwas gemacht. Safe. Und das bringt dir so viel bei, weißt du? Definitiv. Egal was du machst, eigentlich, es nützt dir irgendetwas für die Zukunft. Ganz klar. Ja, es geht einfach um Erfahrungen. Und ja, ich bin einer, ich bin extrem schlecht in Ideen haben und sie nachher nicht machen. Also ich bin so ein Mongo in dem. Wenn ich etwas will machen, dann mache ich es einfach. Und es ist schon viel schief gegangen. Also wirklich, ich habe schon Blogs gestartet, einfach weil ich gerade Lust hatte. Und zwei Wochen später habe ich gedacht, nein, das ist ein Scheiß, mache ich nicht mehr. Aber einfach alles, was ich gemacht habe, haben etwas gelernt. Und das wünsche ich auch jedem, dass man irgendwie das machen kann. Wenn du sagst, du hast so Blogs und schon gestartet, eben so viele kleine Projekte, auf die müssen wir jetzt nicht weiter eingehen, aber wo ist die Grenze zwischen «Nein, das ist ein Scheiß, ich mache es doch nicht» und kein oder zu wenig Ehrgeiz haben, weißt du, ich meine, weil aller Anfang ist schwer, weißt du? Also ja, wo ist die Grenze, um dann einfach wieder hinschmeißen? Das ist eine ganz wichtige Frage, geil, dass du dir stellst, weil das ist ein riesiges Thema auch jetzt, also mit allem, was ich mache. Voll. Ah, eben, ist mit allem so? Ja, du fährst etwas an und sobald es schwierig wird, hören viele wieder auf. Und das ist einfach am Schluss dann irgendwo der Unterschied zwischen du schaffst es oder du schaffst es nicht. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen dem, es ist ein Scheiß, ich mache es nicht mehr, ist bei mir so ein bisschen wie das Bauchgefühl gewesen. Weil es ist ein bisschen, nein, das ist glaube ich ein schlechter Vergleich. Ja, mal komm, ich sage es. Es ist ein bisschen wie mit Frauen und so. Das fängt schon gut an. Aber du triffst dich nicht am Anfang gerade die gut. Aber du datest ein paar und irgendwann ergibt sich etwas aus dem. Und das war beim Blog auch so ein bisschen ähnlich gewesen, weil ich habe zuerst einen Blog gemacht und dann habe ich gemerkt, hey, Scheiße, ich würde aber lieber reden. Also, weißt, was, das ist also was für einen Blog hast du genau gemacht? Boah, das ist, also zuerst habe ich für eine Zeitung in der Schweiz, in der Südostschweiz, über mein Leben in Schweden geschrieben. Ah, so, okay, ja. Und dann haben die aber... Also ist mein Leben in Schweden fertig gewesen, ich konnte nicht mehr weiterschreiben und ich habe es auch geil gefunden. Dann denke ich, ja mal, komm. Dann habe ich einfach selber reingestartet und dort habe ich eigentlich über alles Mögliche geschrieben. Ich glaube, ich habe noch nie so tiefe Texte in meinem Leben geschrieben. Und nachher, aus dem aus, ist dann irgendwann die Idee gekommen, ja weißt du, ich könnte eigentlich einen Podcast starten. Und dann habe ich angefangen mit dem Podcast. Und ich habe einfach mal angefangen, ich habe gegoogelt, wie macht man einen Podcast, oder? Ja, voll, ja. Und Sachen bestellt und mal angefangen, mal Leute angefragt. Und auch dort habe ich wieder gemerkt, Scheiße, Hochdeutsch ist blöd, machen wir nicht Hochdeutsch. Ja, ich habe die ersten paar Folgen gelesen. Es ist blöd. Ja. Darf man sagen. Und nachher habe ich am Anfang gemeint, ich mache es für Sportler. Dann habe ich aber gemerkt, aber ich würde auch gerne mal ein Musiker interviewen, weil ich finde es mega spannend. Dann habe ich gemerkt, okay, ich mache es für Menschen. Dann habe ich es auf Schweizerdeutsch gewechselt. Und es ist so der Prozess. Du machst etwas, dann lernst du etwas, du passest es an. Und eben, nachher ja nicht erwarten, dass es zu schnell zu gut geht. Weil das habe ich beim Podcast glaube ich auch so ein bisschen gehabt. Und denke, ja, jetzt meine ich, ja, es wird ein super Produkt. Ja, die Anfangseuphorie. Ja, und in 3 Wochen bin ich der Beste. Und ja, jetzt ist es ein Jahr später und ich bin nicht mal irgendeiner. Nein. Und einfach, aber auch dort, du lernst so viel dazu. Und dort ist dann eben Disziplin wichtig, wie du gesagt hast. Weil eben, es ist einfach, um dann auch wieder aufhören. Es ist einfach, um mal etwas anfangen. Aber wenn du so merkst, okay, das ist das Richtige, das macht mir so Spass, dann ist an 85% der Tage nicht mehr so schwierig, um die Disziplin zu haben. Voll, die anderen 15, die ich auch immer wieder habe, die sind dann tough. Aber du musst es einfach machen. Das ist dann das, was ich im Sport gelernt habe. Du kannst nicht einfach Pause machen, sondern du musst einfach weitermachen. Safe. Sind wir schön beim Thema Podcast, tipptopp. Also dann bist du eigentlich über die Blogs bist du eigentlich auf das Ganze gekommen, oder was? Ja. Oder hast du selber hast zuerst gehört, welche, oder? Ja, es ist eigentlich noch crazy. Ich bin mein ganzes Leben in der Schweiz, das Wort Podcast hast du immer wieder gehört, weißt du, so im Radio und so. Ja, das könnt ihr auch als Podcast hören. Und ich immer noch nie gewusst, was das ist, oder? Voll. Und dann bin ich mal, als ich in Schweden war, habe ich plötzlich den ganzen Tag für meine Zeit gehabt, weil ich ja niemanden kennt und die Sprache nicht gut können am Anfang. Und wie hast du sie am Schluss können? Ich habe alles verstanden. Ich habe ab und zu auf Schwedisch geantwortet, ab und zu auf Englisch, weil da können alle extrem gut Englisch. Ja. So im Fernsehen gibt es keine so deutsche. Also es wird nicht darüber geredet. Wenn ein Film kommt, dann ist es einfach auf Englisch mit schwedischen Untertiteln. Ah, okay. Und das hilft natürlich sehr. Ja. Aber am Schluss habe ich alles verstanden und können antworten. Aber oft habe ich auch auf Englisch geantwortet. Aber am Anfang hatte ich halt so viel Zeit für mich selber gehabt, dass ich einfach mal so ein bisschen gezwungen worden bin, um über mich selber ein bisschen nachzudenken. Und dann habe ich mal so eine Doku geschaut über
irgendetwas mit Persönlichkeitsentwicklung oder so. Ja. Und dann habe ich mal angefangen, dann habe ich mal plötzlich die Podcast-App auf meinem Handy gesehen und dann habe mal angefangen reinzuhören. Und ich habe dort noch geschafft, auch noch in Schweden 50%. Haben so Festzelte und so aufgebaut im Sommer, für so Hochzeiten und so, die weißen, grossen Festzelte, die alle kennen. Und haben einfach immer auf einem Ohr Podcast gelost dann. Das heisst, die haben eigentlich pro Tag etwa 5-6 Stunden Podcast gelost. Und so hat es angefangen, so in das Medium ein bisschen kennengelernt. Und dann eben über das Schreiben und dann plötzlich die Idee, hey, wieso eigentlich nicht selber machen? Ist eigentlich so einfach. Ja. Und durch das bin ich dann dazu gekommen, ja. Und dann, jetzt heutzutage, hast du gesagt, einmal pro Woche Release ist etwas, ja? Ja, eigentlich jeden Freitag. Ja, okay, nice. Ja, jeden Freitag ein neues, ja. Krass. Was ich habe auch reingelassen, ich muss sagen, ich habe es nice gefunden, vor allem auch nicht nur die Interviews, sondern auch so ein bisschen die Selbstreflexion, die halt auch ganz ausgeprägt ist. Und von wo kommt, bist du schon immer so gewesen, bist du schon immer sehr reflektiert gewesen, oder von wo kommt das? Das kommt eben aus dieser Zeit. Also zuerst mal, nein. das wäre jetzt lustig, wenn man Leute könnte fragen, wenn ich so mit 15, 16, 17, 18, 19 war, ja. So die Jungzeit dort. Zum Beispiel gerade für meine Familie oder so. Ich bin extrem so launisch auch gewesen, zum Teil. Vor allem halt mit den Ängsten halt in der Familie. Sehr so impulsiv. So einmal, erst in einem Moment ure gut drauf, dann sagt jemand etwas und nachher so rausgesäckelt aus dem Zimmer. Okay, krass. Und ja, das bin ich auch nicht mal richtig stolz gewesen, aber, also überhaupt nicht. Aber ich konnte wenig können so steuern. Und nachher ist das in Schweden gekommen und ich bin einfach allein gewesen. Und ich habe mal müssen, so mit mir selber, ein bisschen studieren, hey, was mache ich eigentlich in meinem Leben und so. Und wieso läuft alles so, wie es läuft. Und bin ja eigentlich schon zufrieden gewesen. Und es war ein gutes Leben gewesen. Aber dann habe ich plötzlich angefangen, ganz viele Sachen auch aufzuschreiben, so. Wie will ich sein in 10 Jahren, wie will ich sein, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, wie will ich sein, wenn ich vielleicht mal eine Freundin habe, wie will ich sein, wenn ich vielleicht mal ein Kind habe oder so. Weißt, also, so Selbsttherapie, ja. Ja, also, ja. Aus Langweil raus, nein. Aber das habe ich irgendwann auch in einem Podcast gehört, dass das gut ist. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen und auch als Hockeyspieler mich aufzuschreiben, als Mensch, so die verschiedenen Rollen, die man halt so hat im Leben. Und irgendwie bin ich dann so voll in das reingerutscht und ich glaube, heute bin ich schon eher reflektiert. Und eben, zum Beispiel so, dass ich mit Menschen über so Themen reden könnte, das ist erst etwa seit eben 2 Jahren möglich. Vorher habe ich nie über so Themen geredet. Hat sie wahrscheinlich auch nicht interessiert, oder? Nein, ich glaube, als Junge, also ich bin jetzt immer noch alt, aber als Junge... Ja, ich kenne es, ja. Als Junge interessiert es dich einfach nicht. Und das ist auch gut so. Als Junge solltest du einfach mal leben und mal ein bisschen Sachen ausprobieren, auch wenn es vielleicht ab und zu nicht mehr top läuft. Aber ich glaube, das Leben nicht so ernst als Junge ist auch normal. Aber irgendwann lernt es dann, glaube ich, jeden Mal. Weil meistens kommt sie dann so ein bisschen mit Erfahrungen, die man nicht so geil findet. Das ist so ein bisschen die Selbstreflexion und das Leben mal ein bisschen hinterdenken. Ja, du kommst halt einfach auch erst mit der Zeit einen grösseren Blickwinkel über, oder? Ich meine, gerade jetzt vielleicht, wo du noch im Profisport warst, du hast halt einfach auch nur der Tunnel gehabt, oder? Hast wahrscheinlich gar nicht, grosse Zeit gehabt, noch links und rechts ein bisschen Sachen machen. Ja, das definitiv. Also, du bist so in diesem Umfeld drin. Es gibt eigentlich nur das. Und all deine Kollegen leben das. Und in der Schule bist du auch mit denen vom Team noch zusammen. Und ja, nein, es hat auch wirklich nicht viel anderes gegeben in meinem Leben damals als Hockey und meine Kollegen und Spass haben. Und ab und zu mal in den Ausgang gehen. Das ist so, das ist es. Ich glaube, so das normale Leben von einem jungen Sportler, ja. Hast du Vorbilder in die Richtung, was jetzt so die Lebensweisheit, sage ich mal, so angeht? Ja, oder definitiv. Leute, die dich inspiriert haben, einfach so. Ja, definitiv. Es gibt aber so viel, also es ist mega schwierig, um da einzelne rauszupicken, weil keine Ahnung, bei mir ist ein Tag mal extrem der und dann 2 Wochen später extrem der andere. Aber so grosse Vorbilder, gerade im Bereich Podcast, sind sicher. Am Anfang, als ich gestartet bin, habe ich Lewis House mega cool gefunden. The School of Greatness heißt der Podcast. Dann hat's aber schon parallel. Ist so auffällig. Nein, das Wort Greatness hat mich einfach sehr fasziniert. Und ich habe es irgendwie einen mega geilen Namen gefunden. Und das Wort kann man so nicht ins Deutsche übersetzen. Und dann, ja,
irgendwann bin ich im Auto gesessen und dachte, hey, Mental State of Greatness, irgendwie tönt es noch geil. Und dann habe ich es gemacht. Aber er war sicher am Anfang ein grosses Vorbild. Je länger, je mehr finde ich auch den Joe Rogan recht geil. Ja. Es hat aber auch ein paar Deutsche, die ich am Anfang noch gehört habe, die gut sind. Aber gerade im Bereich auch sonst so Lebensweisheit. Ich lese auch sehr gerne Bücher in diesem Thema. Mhm. Und ja, zum Beispiel der Lars Ament ist ein deutscher Buchautor. Dem sind die Bücher und auch ein Podcast, den ich absolut Weltklasse finde. Das ist sicher ein grosses Vorbild. Und nachher muss ich sagen, habe ich auch viele Leute, die ich jetzt sehr inspirierend finde, durch den Podcast dann kennengelernt. Ja, auch die Gäste. Ja. Ja. Weil, keine Ahnung, du hast mit dem dann so, also mit den Leuten so andere Gespräche. Ja, safe. Ja. Und du einfach merkst, hey, wow, da ist eigentlich noch viel mehr dahinter. Und dann mit den meisten habe ich es auch geschafft, um irgendwie in Kontakt zu bleiben. Und das gibt einfach dann auch wieder einen coolen Austausch so im Alltag. Und sonst auch ein riesen Vorbild ist meine Familie, weißt du? Zum Beispiel meine Mutter ist ein riesen Vorbild für mich. Auch wenn es ziemlich klischee-mäßig tönt, aber muss ich einfach so sagen. Nice. Meine grösste Ding war so ein bisschen, ich sage es jetzt mal extra provozierend, aber so, wie kann mir ein 22-Jähriger sagen, wie ich leben soll? Oder wie ich leben sollte, ja. Definitiv, das so sagst du gut. Das ist so ein bisschen das grösste Ding eigentlich von dem Podcast, oder? Ja, klar. Ist auch so. Also, aber das Ding ist, ich will eigentlich niemandem sagen, wie er leben sollte. Ja. Also, das ist wirklich nicht mein Ansatz. Ich finde, jeder sollte sein Ding machen. Aber ich will einfach jedem sagen, hey, mach auch dein Ding. Also, weißt du? Genau. Aber ja, also das habe ich am Anfang auch gedacht, für mich selber. Sorry, wer bin ich, um überhaupt genau, so Sachen, ja, genau. Um überhaupt so Sachen zu sagen? Ja. Und das habe ich auch jetzt noch ab und zu Mühe. Also ich frage mich immer mal wieder, hey, wer bin ich? Dass ich so etwas überhaupt sage. Habe ich die Erlaubnis überhaupt? Andererseits... Das ist einfach deine Meinung, oder? Andererseits, ja, wer gibt dir die Erlaubnis? Und ja, wenn es dein Ding ist, wenn es die Leute interessiert, ja, wieso nicht? Sind alle in mir einverstanden? Wahrscheinlich nein. Oder hoffentlich nein. Und für mich selber eine egoistische Ansicht, wenn ich über die Grenze rausgehen, so, wer bin ich eigentlich, um das zu sagen, den Mut mal haben und aufbringen, das macht mit mir selber sehr viel. Also, es bringt mich weiter, weil ich gehe über irgendeine Grenze. Mhm. Und das ist gerade mit dem Video, das wir am Anfang, vor dem Podcast besprochen haben, mit dem Video, das ich am Sonntag gepostet habe. Mhm. Ich habe wirklich den ganzen Tag eigentlich ein bisschen Druck, um das Video zu posten. Eigentlich hätte es mal am Mittag raus sollen, am Schluss am Abend um 8 Uhr raus. Das ist halt nochmal eine nächste Ebene, gell? Wenn du halt dich noch filmst und alles. Ja, und vor allem, am Anfang des Podcasts hatte ich nur schon Mühe gehabt, um mal ein Foto oder so von mir zu posten, weißt, dass die Leute so merken, ah, das ist der das macht. Ja. Ja. Weil am Anfang war es halt wie so, eben, sorry, ich bin 21, was habe ich für das Recht, um die Leute zu interviewen, mit denen über das Leben reden. Aber jetzt ist es... Gut, das muss ich sagen, ist nochmal etwas anderes. Also, ich bin komplett deiner Meinung, ich bin da gar nicht dagegen. Also, aber wenn du Leute interviewst und die sozusagen nach ihrem Leben fragst, ist ja nochmal etwas ganz anderes, als wenn du nachher wieder deine Zwischendinge hast, wo du dann aus deiner Sicht wieder redest, oder? Das stimmt. Und darum ist mir das am Anfang auch einfacher gefallen. Und ja, die einzelnen Dinge, die sind einfach nachher dann daraus entstanden, weil irgendwie haben dann Leute angefangen, Fragen zu stellen und dann habe ich gesagt, ja, kann ich schon mal beantworten. Ja. Und dann habe ich irgendwie mal etwas aufgenommen. Zuerst wollte ich eigentlich 5 Minuten, am Schluss ist es 17 Minuten gegangen. Ist nur einfach ein bisschen viel. Und dann ist es sehr gut angekommen beim ersten Mal. Und dann ist es für mich eigentlich so, fast so gewesen, fuck, jetzt muss ich es nochmal machen, weißt du? Ja. Nein, aber und nachher, sobald ich auch angefangen habe, auf Schweizerdeutsch zu machen, ist auch das einfacher gegangen, weil dann kannst du einfach viel authentischer du selber sein. Ja. Und jetzt ist so ein bisschen mein Ansatz, hey, schau, ich bin einfach so, wie ich jetzt gerade bin. Und wenn das den Leuten gefällt, dann ist das gut. Wenn es nicht gefällt, ist es auch gut. Und ich mache es jetzt einfach. Und ob ich jetzt die Erlaubnis habe oder nicht, ist mir jetzt eigentlich egal. Ja, safe. Ja, safe. Also es tönt so ein bisschen... Ja, aber eben, wer gibt dir die Erlaubnis? Das ist schon so. Logisch. Aber es ist halt einfach... Also ich denke, für einen Jüngeren ist es gar kein Problem. Aber dadurch, dass du oder beziehungsweise wir noch sehr jung sind und dann halt auch noch viele Leute gibt, die halt älter oder so sind, dann ist es halt schon ein bisschen... Also ich verstehe jeden Älteren, der sagt, was will mir der Junge jetzt sagen, oder? Ja, 100%. Und ich habe auch schon... Ich mache ja ab und zu noch so Vorträge, die ich jetzt gemacht habe. Und da habe ich auch schon vor Eltern geredet. Und
Und jetzt sage ich am Anfang auch, hey, ich wüsste, ihr habt mehr Lebenserfahrung als ich, aber hören einfach mal zu. Vielleicht könnt ihr etwas mitnehmen. Wenn nicht, dann ist es mein Problem. Aber sonst hast du etwas mitgenommen? Wie? Ja, definitiv, ja. Und, aber was ich auch viel höre, wenn wir Menschen schreiben, dann ist es viel auch gerade von Eltern, die dann sagen, hey, krass, das hätte ich mit 22 nicht können. Also das hätte ich dort noch nicht so gesehen wie du. Und dort, das finde ich dann noch schön, wenn die Rückmeldung dann kommt. Safe, ja. Und eben, wenn es dann auch etwas bringt, dann noch so gern. Ist dann auch schon Kritik in die Richtung? Also eben so, wer bist du? Ja, aber lustigerweise nie von jemandem, den ich nicht irgendwie gekannt habe. Nur ein guter Kollege hat mal gesagt, wieso sollte ich es überhaupt hören? Ich meine, du interviewst jetzt da ein bisschen grössere Leute und hast jetzt das Gefühl, du bist einer von denen. Und, oder was ist los? Also weißt du, er hat es auf eine sehr ehrliche Weise gesagt, die ich sehr geschätzt habe. Und auch einfach ehrliche Meinung, weißt du, nicht böse oder so. Mhm. Und dann habe ich eben genau sagen, ja, genau um das geht es, weil ich bin immer noch genau der gleiche Typ, ich bin ein ganz normaler Mensch, aber das sind all die Grossen, in Anführungszeichen, eben auch. Ja, logisch. Ja. Wir machen die Grossen sozusagen. Genau, und das ist einfach so unsere Einstellung. Wir sehen sie als gross, jetzt sind sie gross, aber eigentlich sind das ganz normale Menschen. Mhm. Und du lernst auch von denen, die sind genau das, was du am Anfang gesagt hast, das, wo wir es anfangen. Und nachher haben sie es, wenn vielleicht nicht mehr so immer ist alles einfach gelaufen. Sie haben vielleicht 5 Jahre müssen fighten, aber nach irgendwie im 5,5. Jahr sind sie dann plötzlich gehypt worden. Und dann hat es geheißen, hey, sie sind über Nacht die grossen Stars geworden. Aber sie sind alle so angefangen und es ist für keinen einfach gewesen. Und sie sind einfach weitergemacht, sie haben nicht aufgegeben. Und das ist das, was du gesagt hast, die Disziplin dann dort zu haben. Und das ist eben dann für mich so ein bisschen die Verbindung aus Leidenschaft und eben auch ein bisschen Mut und Disziplin, die dann zusammen so ein bisschen eine goldige Mischung gibt. Und ich denke, viele von denen haben auch mal so angefangen und dann haben die Leute gesagt, hey, was bist du eigentlich zum da jetzt? Und darum, ja, jeder hat so angefangen und darum nehme ich mir das Recht auch einfach raus, um einfach mal anfangen. Ja, safe, ja. Safe. Was ist das Ziel von deinem Podcast? Was willst du mit dem Podcast erreichen? Gute Frage, die haben mir schon viel gestellt. kurzfristig will ich einfach, dass die Leute, die hören gehen, das gut finden. Ja. Also mir ist egal, wie viel das hören, aber wenn es eine Person hört und sagt, hey, ich habe es mega gut gefunden, es haben wir etwas gebracht, dann bin ich zufrieden. Das ist so ein bisschen kurzfristig. Langfristig schreibe ich auch schon recht ein bisschen kacki, ein bisschen provokativ auf meiner Instagram-Seite, ich will der Größte in der Schweiz werden. Mhm. Und logisch ist es mein Ziel, das gebe ich auch zu, ist so ein 3-4-5-Jahres-Ziel, weißt du, langfristig. Mhm. Aber um das geht es nicht mal. Es geht einfach darum, dass irgendwie Leute sich finden und verbunden fühlen, die eine ähnliche Ansicht haben, die irgendwie etwas machen wollen aus dem Leben, die coole Ideen haben, die sich inspiriert fühlen wollen und auch von grossen Menschen lernen wollen oder auch von normalen Menschen lernen wollen und dass man sich so irgendwie finden kann und dann so ein bisschen wie einfach das Leben, das Gute vom Leben zusammen so ein bisschen geniessen kann. Und das geht mir eigentlich so ein bisschen. Ja. Die Sicht ein bisschen wegnehmen von allem, was immer auch schlecht läuft. Logisch, das nicht ignorieren. Aber halt einfach mal warnen, hey, was läuft auch gut. Und auch ein bisschen mit sich selber halt beschäftigen, was ist mein Ziel, wo will ich hin, was kann ich dafür machen. Easy. Und was für eine Rolle hast du in deinem ganzen Podcast? Weil es ist so ein bisschen, weißt du, ich frage mich jetzt mehr, in welche Richtung geht nachher das Ganze? Ist es auf dich fokussiert, das Ganze? Oder ist es mehr, du bist jemand, der Gäste interviewt? Also, weil ich sehe irgendwie die Tendenz schon, dass es, also finde ich auch nice, aber dass es schlussendlich in eine Richtung läuft, dass eigentlich du einfach deine so Motivations-Speeches haltest. Ja, die Phase hatte ich mal und dort wollte ich auch mal hin. Aber mittlerweile habe ich das eigentlich so ein bisschen hinter mir gelassen. Aber ja, es soll natürlich schon auch um mich gehen, weil irgendwie bin ja ich am Schluss der goldige Vater zwischen allen Podcasts. Weißt? Ich bin ja der Einzige, der immer dabei ist. Und ich bin der, der auf Social Media auch immer alles macht. Genau. Und darum, logisch, es soll mein Podcast sein und mein Name soll auch damit verbunden werden. Aber am Schluss geht es auch schon um Geschichten zu erzählen. Ja. Geschichten, die andere Menschen irgendwie weiterbringen können. Okay. Und
logisch bin ich der, der die Geschichte erzählt oder halt andere danach fragt. Aber am Schluss soll es nicht irgendwie eine riesen Ego-Show werden. Und das Motivations-Speeches halten kann ich mir mittlerweile auch nicht mehr so gut vorstellen. Ja. Weil ich finde es nochmal einfach zum Teil so ein bisschen, ja, es nützt etwas über die nächsten 5 Minuten. Also weißt du, du schaust so ein Motivationsvideo, dann bist du die nächsten 5 Minuten gehypt und nachher flacht es wieder ab. Und ich will mehr so das langfristige, ausgeglichene Leben ein bisschen prägen. Aber das heisst, du stellst die Selbstinszenierung schon eher in den Hintergrund. Also es geht da schon mehr um den Dialog. Halt auch eben mit den Leuten. Ja, definitiv. Es geht mir vor allem halt einfach um den Mehrwert. Und der ist meistens schon im Dialog gegeben. Weil, ja, auch wenn eine Einzelshow vielleicht mal gut ankommt, das über Jahre immer wiederholen ist, dann wäre es auch langweilig. Und darum mit den Gästen halt dann so die Vielseitigkeit zu haben. Und die Vielseitigkeit, die ich unbedingt behalten will, auch mit der Gästeauswahl. Also weißt du, es soll nicht immer nur Sport sein, nicht immer nur Musik sein, sondern es soll einmal ein Comedian kommen, einmal ein Musiker kommen. In Zukunft habe ich auch noch andere Sachen geplant, dass vielleicht mal weiß auch nicht, ein Wissenschaftler oder so kommt und wir können zusammen über Klimawandel, was auch immer, diskutieren. Safe, ja. Lösungen aufzeigen oder ja, vielleicht auch mal über Social Media, wie kann man damit umgehen. Und einfach so, dass die Menschen, wenn sie etwas lernen wollen, dann können sie wie auf eine Plattform kommen und alles ein bisschen zugreifen und nicht immer müssen wechseln. Ja. Aber das heisst, es geht nicht nur, also korrigiere mich, wenn ich aber jetzt, bis jetzt ist es eigentlich schon eher um Erfolgsstories in dem Sinn gegangen, oder? Stimmt, ja. Ist so gewesen. Hat auch seinen Grund gehabt, weil die Leute haben auch ein bisschen Reichweite, so kannst du es auch ein bisschen verteilen. Ja. Also ich will es ja gar nicht abwerten. So. Nein, nein, überhaupt nicht. Nehme ich auch nicht so wahr, aber jetzt habe ich einfach so ein bisschen, das ist jetzt gerade so eine Entwicklung, wenn ich jetzt gerade drin bin, vielleicht sollte man nicht über, also nicht über das reden sollte, wenn man es geplant, aber das ist so etwas, das habe ich mir jetzt über die zwei letzten Wochen ein bisschen Gedanken gemacht, dass ich jetzt einmal so Leute will anfragen. Ja. Es werden sicher jetzt noch mal Leute kommen, die vielleicht mal ein Business gegründet haben, dass man auch das ein bisschen drin hat. Und ich will einfach aus möglichst vielen verschiedenen Richtungen Leute zusammenziehen, die einfach coole Geschichten haben. Und am Schluss ist mir eigentlich dann egal, ob der irgendwie 5 Millionen Follower hat oder 2. Ja. Wenn er eine geile Geschichte zu erzählen hat, safe. Dann glaube ich, gehört denen die Plattform. Aber um die Plattform zu bauen, geht es besser mit Leuten, die vielleicht mehr Reichweite haben. Klar, ja. Und die haben meistens auch schon coole Geschichten. Also, ja. Ja. Andererseits, das habe ich mir auch schon gedacht, aber gerade in der heutigen Zeit ist ja wiederum auch kein Volk verloren. Also beziehungsweise Leute, die dich in 5 Jahren kennenlernen, wenn du dann vielleicht der Nummer 1 Podcast bist, die können dann immer noch auf Gespräche von 4 Jahren zurück, oh geil, dort hat er mal den interviewt, dort hat er mal den. Das ist ja eigentlich das Geile. Also, so, du baust jetzt eigentlich schon deinen Katalog auf, oder? Auch wenn es jetzt noch niemand hört, blöd gesagt. Oder? Voll, aber das merke ich im Fall auch schon jetzt. Also wenn jetzt jemand von meinem Podcast kommt und dort sind schon 50 Folgen, dann denkt er, boah, wow, da ist etwas gegangen und so. Dann kann er einfach mal 3 am Stück hören. Voll, am Anfang bist du gekommen und da ist irgendwie 2 Folgen und dann hast du auch so gedacht, okay, und was jetzt? Und das ist jetzt schon viel einfacher. Jetzt habe ich schon irgendwie einen Hintergrund, jetzt weiss ich, wie es geht. Und ich glaube, das Produkt ist auch schon viel besser, als noch vor einem Jahr war. Ja. Was hast du für Hörer? sind deine Zuhörer eher jünger oder älter als du? Ja, es ist aber recht gemischt. Also ich habe zwischen Familienmüttern und Oberstufenschüler habe ich, glaube ich, alles dabei. Okay. Also, wo wir schon aktiv geschrieben haben. Ja. Sonst weiß ich es ja nicht. Klar, das ist auch so ein bisschen undurchsichtig beim Podcast. Ja. Aber ich habe eben eigentlich alles dabei und es ist eben auch mega schwierig. Also, weißt du, du musst ihnen auch irgendwie alles ein bisschen offen behalten. Das will ich auch. Es soll auch für jeden sein. Aber zum Teil ist es noch schwierig, zum auch Gäste zum Teil auswählen, weißt du. Es soll ja auch für alle etwas dabei sein. Ja. Aber das spielt einfach schon auch eine Rolle bei der Gästeauswahl. Ja, also bei der Gästeauswahl habe ich so, das Hauptkriterium ist immer das Bauchgefühl. Also weißt du, ich schaue jemanden an und dann denke ich, boah, sympathisch, nehme ich. Ich habe auch schon Leute gehabt, da habe ich etwa einen Monat zuerst so hin und her gedacht, ja, ist das jetzt etwas, ist das jetzt nichts? Aber es hat auch Leute gegeben, die haben einen Satz gelesen und der hat irgendwie so bei mir harmoniert, dass ich einfach gesagt habe, okay, wow, dabei, schreibe ich ein Mail. Ja. Und darum, die Frage kommt auch oft, aber es ist mega schwierig, um das zu beschreiben, wie ich meine Gäste auswählen will. Es ist einfach ein bisschen
Bauchgefühl, ehrlich gesagt. Und am Schluss, logisch, gibt es auch mal Empfehlungen von Leuten, die es hören, die es gerne dabei hätten. Aber schwierig einmal. Ja, unterm Strich einfach auch Interesse, oder? Ja, also, definitiv. Und am Schluss nehme ich meistens Leute, die ich cool finde und ich spannend finde. Ja. Und dann finden es meistens Zuhörer ja dann auch spannend, weil das sind ja dann meistens Leute, die irgendwie etwas ähnlich haben, weil ich habe ja auch nur meine Wahrnehmung, wo ich immer wieder Leute die gleichen wieder sympathisch finde, oder? Genau, ja. Aber was ich jetzt auch ein bisschen im Planen bin, ist vielleicht auch mal Leute einladen, die ich nicht sympathisch finde. Also weißt du, wo ich vielleicht nicht die gleiche Meinung bin. Ja, weil, haben wir auch schon überlegt, ja. Und ich will nicht so ein riesen Hate-Gespräch anfangen oder so. Und so destruktiv, aber ich will einfach so ein bisschen... Aber auch von denen kannst du etwas mitnehmen. Ja, also. Und ich finde, jede Meinung soll gehört werden. Und es ist eben, in der heutigen Zeit ist es so einfach, gerade so auf Google und YouTube und so, wo, wenn du einmal im YouTube, weiß auch nicht, Vegetarier sein googlest, dann kommen immer Videos über vegetarisches Essen. Und dann hörst du die anderen Meinungen gar nicht mehr, weißt du? Ja, ich weiß komplett, was du meinst. Und darum ist für mich auch noch wichtig, zum vielleicht, bin mir nicht ganz sicher, aber auch mal Leute einladen, die vielleicht nicht meiner Meinung sind. Ja. Und einfach mit ihnen halt fragen, okay, wieso denkst du so, wieso denke ich so? Genau. Wir haben vielleicht eine Lösung. Voll. Da ist echt der perfekte Dialog schon vorgegeben, oder? Ja, genau. Ja. Voll, das haben wir überlegt, vor allem so richtig Politik oder so, mal jemand Gegensätzliches mal einladen. Ja, das habe ich aber auch schon studiert, ja. Aber momentan Politik schaue ich noch so ein bisschen. Ja, ist immer ein bisschen schwieriges Thema, gerade auch jetzt, wenn Wahlen sind und so. Schön sprichst du es auch. Aber es ist einfach so. Es ist nicht ein einfaches Thema, weil dort haben die Leute auch schon recht ihre Meinungen. Und ja, du willst ja dann gleich wieder für alle irgendwie offen bleiben. Und jetzt, gerade wenn Wahlen sind, haben alle so klar ihre Meinungen. Darum momentan ändern wir. Ja. Ja, logisch, jetzt ist halt natürlich sehr wahlkampfbasiert das Ganze, oder? Genau, und jetzt will niemand etwas Falsches machen. Und darum jetzt kriegst du nicht so richtig etwas Gutes daraus. Nein, ich habe auch schon zwei geschrieben gehabt. Und von denen habe ich jetzt Absagen bekommen gehabt, halt, weil sie halt sagen, ja, sie haben keine Zeit, halt Wahlkampf, dies, das. Aber ich mich jetzt auch nicht erstaunt, hätte es jetzt zugesagt, gerade weil Wahlkampf ist, oder? Ja, klar, ja. Wie aktiv bist du in der Politik? Oder wie fest interessiert es dich? Ja, ich muss sagen, lange hat es mich wenig interessiert. Aber je länger, je mehr. Also irgendwie, seit ich auch meinen Podcast kann mit dem Victor Giacobo, wo politisch sehr involviert ist, und mit ihm auch immer noch ein Gespräch kann. Und ja, es interessiert mich schon mittlerweile. Also ich bin regelmäßig auch irgendwie auf Twitter so ein bisschen Meinungen lesen und ja. Ja, schon, ja. Jetzt auch bei den Wahlen bin ich schon ein bisschen am Schauen, was läuft. Hast du schon gestummt oder noch nicht? Nein, das Gouverneur ist noch daheim, also auf der Lenze heute. Aber ich gehe am Wochenende heim und dann werde ich es machen. Ja. Wie findest du National... Also, ich persönlich finde es sehr schwierig, so bei Nationalratswahlen. Weißt du, so bei Initiativen, du hast einfach, ja, findest du es gut oder findest du es nicht gut. Und jetzt hast du einfach, vor allem dann so mit den Listen und so, ich kann mir recht schwer tun. Ja, also... Es war crazy schwer, ja, weil es gibt so viel. Also, ja. Und es ist so schwierig, um dann jedem irgendwie die Chance zu geben, um wirklich sein Zeug zu lesen. Ich habe dann auch irgendwie so einen Online-Test gemacht. Ja, Swissvote. Ja, Swissvote, genau. Und ja, cool. Dort hat es mir dann so Vorschläge gegeben. Und dann habe ich einfach alle die mal so ein bisschen gegoogelt und geschaut, okay, mit wem sind die so zusammen? Gibt es etwas Ähnliches? Und ich bin mir jetzt immer noch nicht 100% sicher, wer ich dann am Schluss wähle. Aber klar habe ich meine Richtungen und Tendenzen, aber... Ja. Aber dann schon recht informiert, krass. Ja, eben, ich gebe mir in letzter Zeit schon recht Mühe. Vielleicht zu fest fast schon. Ja, ich meine, wenn du voll auf dich auf jemanden einschiessst, irgendetwas Schlechtes findest du bei jedem, oder? Ja, nein, so dann schon nicht, weißt du. Aber ich habe einfach so ein bisschen geschaut, hey, wer ist mir sympathisch? Ja. Und wer hat am Schluss wirklich Chance, um gewählt zu werden? Weil, ich meine, von all denen, die jetzt antreten, haben nicht alle wirklich Chance, oder? Aber es ist schon recht schwierig, um dann wirklich im Nationalrat eine faire Chance anzugeben. Und ja, habe ich glaube auch nicht gemacht, aber eben der Test hat einfach noch geholfen gefunden. Dann siehst du auch so ein bisschen deine Tendenzen. Also ich sage, es ist so ein bisschen mein einziges Ding gewesen. Ich bin sonst komplett überfordert, weißt du. Aber du machst den Test und ich sage, ich habe zu wenig Lust und Zeit, gerade bei so einem Nationalratswahl, um dich wirklich komplett damit beschäftigen. Und dann sagt es halt, deine Auswertung ist, du passest am besten zu der GLP, habe ich GLP gewählt. So.
Ja, voll. Ist bei mir schon mal ähnlich gewesen. Ich meine, ja, machst du den Test und dann ist bei dir der zu oberst und kann ich den Namen noch nie gesehen in meinem Leben, weißt du? Ja. Und dann habe ich einfach die Partei mal von dem ein bisschen gegoogelt und geschaut, hey, was haben die für Punkte? Und ja, am Schluss gehst du so stark an nach der Partei, denkst, hey, was passt weniger? Es gibt sicher Parteien, die ich nicht will wählen, die ja, ich auch weiss. Ja. Aber ja, ich habe mich jetzt nicht urgenau informiert. Aber ich will schon am Schluss jemanden wählen, wo ich auch kann sagen, okay, gut, haben die es gemacht. Ja. Aber Politik ist natürlich schon schwierig, um immer informiert zu bleiben. Und zum Teil muss ich auch sagen, in der Schweiz interessiert es mich jetzt nicht 100%, weil ja, es gibt auch einfach in der Schweiz auch kleinliche Sachen, wo ich muss sagen, haben wir jetzt wichtigere Probleme, glaube ich. Ja. Aber dann gibt es auch Sachen, wo ich muss sagen, hey, ist mir sehr wichtig, da will ich dabei sein. So Gemeindeversammlungen und so? Nein, überhaupt nicht. Nein, noch nie, wirklich noch nie. Ist vielleicht noch unterhaltsam. Nein, aber am Schluss sind so Sachen, auch so Arenen schauen und so. Das ist spannend. Es ist spannend, aber es sind auch so viele Leute, die sich einfach, keine Ahnung, sinnlos ein bisschen streiten, weißt du? Weil am Schluss ändern sie ihre Meinung eh nie. Ja. Logisch, ja. Ich schaue es ab und zu gern, weil sie sagen dir genau verschiedene Meinungen. Du kannst so ein bisschen, ja genau, du kannst schauen, hey, was stimmt nicht. Ja. Aber zum Teil wird es mir einfach zu viel und zu unnötig und zu laut. Und dann denke ich, hey, ja, ich glaube, ich schaue jetzt gescheiter etwas Gescheiteres. Ja, ja, safe. Wenn dann jeder einfach so auf seinem Argument sitzen bleibt und sie sind 10 Minuten an diesem Argument streiten, so, okay, wir haben es gecheckt. So, ja, du willst das nicht. Das ist jetzt gerade so der Klassiker in Amerika, weißt du? Gibt es zwei Parteien und die hassen sich einfach und keiner kommt irgendwie näher, weißt du? Es gibt einfach so die zwei Meinungen, aber es gibt nichts dazwischen. Und das finde ich mega schade. Ja, extrem, extrem. Vor allem alles, was über die Schweiz hinausgeht, finde ich politisch noch so viel komplizierter. Ja. Also von dem her ist unser System, finde ich, noch am einfachsten, weißt du? Ja, und ich glaube, wir haben auch ein gutes System. Wir haben verschiedene Parteien, es gibt hure viele Meinungen. Wir können bei jedem, sorry, sage ich, abstimmen. Ja. Und wenn du Lust hast, machst du morgen eine Partei und vertrittest irgendeine Meinung. Genau, wenn ich Lust hätte, könnte ich jetzt antreten als Nationalrat, weißt du? Ja. Und ja, ich finde es cool, dass jeder so ein bisschen Einfluss kann haben. Ja, safe. Ja. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, da du ja sehr selbstreflektiert bist und das halt auch auf dein Leben anwendest und so, wie ist denn das mit deinem Umfeld und deiner Umwelt? Tust du das Ganze auch auf sie anwenden und übertragen? Sprich, geht es vielleicht schon fast eher teilweise so ein bisschen Belehren rein oder was weiß ich? Das ist eine gute Frage. Und ich hoffe es, ich muss mein Umfeld noch fragen, aber ich hoffe, dass es ein Nein ist. Ja. Weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also, jemanden belehren, der gar nicht will, belehrt werden. Und das ist so ein bisschen das Ding, wo Crossfitter und Veganer extrem machen, so nach Vorurteilen, nur nach Vorurteilen. Ich will es jetzt, ist jetzt ein bisschen gemein, aber weißt, du weißt, was ich meine. So, du musst jetzt unbedingt auch so. Und das gibt es einfach die Leute in jedem Bereich. Es gibt überall die Extreme. Jetzt habe ich einfach zwei Beispiele gesagt, wie mir die im Kopf waren. Ja, die übe ich eben beides so halb aus. Ja, nein, das ist ja in Ordnung. Ich bin übrigens auch im Crossfit gewesen, habe auch schon meine vegane Phase gehabt. Aber weißt, es gibt einfach überall die Extreme. Und ich glaube, sobald du etwas so, wie sagen wir denn, missionarisch machst, so ein bisschen, hey, du musst jetzt auch das, das ist das Ultimative, ich glaube, dann machst du es nicht mehr gut, weil dann hörst du glaub, auf, andere Leute inspirieren, sondern du tust sie so wie zwingen. Ja. Und für mich ist es mehr so, hey, wenn jemand zu mir kommt und etwas will, dann jederzeit, bin da, kannst Fragen stellen. Ja. Aber was leider momentan auch ein untergeht in meinem Podcast, ist mir auch aufgefallen, einfach auch mal die Sachen ein locker nehmen und nicht immer eben das durchdenken und reflektieren, sondern halt einfach auch mal, hey, einfach mal einen Scheiß machen, weißt du? Yeah. Einfach mal rausgehen, einfach mal etwas machen. Und darum habe ich auch zum Beispiel Outtakes jetzt gepostet von meinem Video und einfach zeigen, hey, das Leben ist im Fall easy, du musst dich selber nicht so streng behandeln. Ja, das finde ich sehr wichtig. Und das ist lange, glaube ich, auch ein bisschen untergegangen bei mir im Podcast. Und darum habe ich jetzt auch ein bisschen angefangen, das ein bisschen zu ändern. Aber ich hoffe wirklich, dass ich nicht so ein belehrender Typ bin. Und ich glaube, ehrlich gesagt, bin ich auch nicht. Ja, es macht halt einfach auch gerade so ein anderes Bild, oder? Eben darum finde ich es gut, dass du auch so Outtakes und so postest, weil wenn du sozusagen von einem Typ oder von irgendjemandem die ganze Zeit nur hörst, sozusagen, so ist gut, mach so, mach so, dann
kommt mir so ein bisschen, also normal, wenn ich dich ein geiles Ich finde, so, dann geil, dann höre ich auf das, was du sagst, aber wenn ich jetzt nicht so intuit bin, dann denke ich so, ja, okay, sorry, Mr. Perfect, weißt du? Und das kommt halt so ein bisschen so über, ja, du bist in dem Fall der perfekte Mensch und erzählst allen, wie sie sozusagen das Leben haben, oder? Also das ist so ein bisschen, das ist wahrscheinlich der Grund, wieso Leute dich nicht hören, oder? Also wenn man sich nicht mit dir oder deiner Story auseinandersetzt, oder? Ja, definitiv. Und eben, auch über das Vorteil so ein bisschen rauskommen, natürlich nicht so einfach, weil, keine Ahnung, am Schluss ist ja schon auch ein bisschen das, was ich mache. Ich will mit Menschen über das Leben reden, aber ich glaube nicht, dass ich am Schluss viel das Wort «du sollst und du musst» brauchen, weil auf das schaue ich wirklich. Das sind zwei Wörter, die ich hasse. «Du sollst und du musst», weil wer sagt das? Also, wenn mir jemand sagt, hey, du solltest jetzt heute noch das machen, sagt das ich, also, ja. Also weißt du. Ja. Und das ist wirklich etwas, was mir wichtig ist, dass ich immer wieder auch sage, das ist meine Meinung. Ihr müsst eure eigene Meinung haben. Und all das, ich glaube, das sage ich auch oft, all das, was bei mir geklappt hat, muss bei dir nicht klappen. Tu es für dich anwenden, tu es für dich umwandeln. Probier nicht, zum irgendetwas kopieren von mir oder von irgendjemand anderem. Such deinen Weg, mach dein Ding. Ich glaube, am Schluss ist das der einzige Weg, den es für dich wirklich gibt. Weil, ja, auch wenn jemand ein riesen Tennis-Fan ist, er kann nicht einfach das Gleiche machen, wie der Roger Federer gemacht hat. Weil erstens ist es eine ganz andere Zeit, er ist ein ganz anderer Mensch, er hat einen ganz anderen Stil, er denkt ganz anders. Ja, es nützt gar nichts. Du kannst von ihm lernen, du kannst ihn inspirieren lassen, aber du kannst es nicht kopieren. Und ich glaube, das ist am Schluss das, was ich machen will. Ich will von vielen verschiedenen Leuten, dass sie sich inspirieren lassen können, aber sie sollen keinen irgendwie kopieren. Ja. Und auch mich nicht, überhaupt nicht. Ja, ja nicht. Ja, nicht. Das wären die anderen so. Nein, aber weißt du, einfach lernen, aber nicht irgendwie etwas wollen vorleben, sondern einfach sagen, hey, schau, eures Leben. Ich zeige es euch, wenn ihr es wollt, wenn ihr es nicht wollt, machen wir es anders. Ich könnt es probieren, ich könnt es abändern. Hey, alles eures Ding. Ja. Und das ist mir schon auch wichtig, dass das gesagt ist. Ja, safe. Ja. Das ist wahrscheinlich auch das, was du nachher auch den Leuten sagst oder schreibst, oder? Wenn die Leute schreiben. Ja, definitiv. Und das ist auch zuvorderst, glaube ich, auf meiner Homepage so etwas. Oder auch wenn ich Leute anschreibe, in meinem Anschreiben von den Gästen steht so ein Satz, jeder ist ein Original und keine Kopie. Und das will ich den Leuten weitergeben. Und ich will über deinen Weg reden und nicht über irgendeinen anderen Weg. Und auch wenn Leute dann nachher schreiben, hey, ich habe das und das gehört, wie könntest du das und das vorstellen für mich? Dann sage ich, schau, ich weiß nichts über dich. Ich weiß nichts über dein Leben. Erzähl mir ein bisschen mehr oder probiere einfach mal das und das. Und wenn es nicht klappt, dann probiere etwas anderes. Das ist auch so etwas, wo wir denken, hey, wir lesen jetzt so irgendwie das Buch oder wir machen jetzt die Routine jeden Tag und dann werden wir, weiß ich was. Aber das geht meistens nicht, weil du musst für dich noch ein bisschen anpassen, noch ein bisschen deinen Weg finden. Und das braucht alles ein bisschen Zeit. Das ändert sich auch jede Woche wieder. Darum einfach nicht so ernst nehmen, auch einfach mal über sich selber lachen. Ja, das ist sowieso. Meistens das Beste. Sowieso, ganz klar. Ja, du, ich würde meinen, wir hören auf, wenn es am besten ist. Ja, wenn es jetzt am besten ist, hören wir. Danke vielmals für dein Gespräch, hey, für danke, deine Zeit. Danke, dass ich dafür da sein. Und ja, einfach. Ja, sehr gerne, wieder mal. Kommst mal zu mir. Also gut, sehr gut. Ciao. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst.